der Hero Turtles. Jeder kennt die Hero Turtles, immer auf der Lauer. Sie sind echt ein ultra heißes Team. Na Logo, wenn sie gegen Angst und Schrecken ziehen, ist doch Ehrensache. Sieht's für dich mal finster aus. Die Turtle-Jungs holen dich da raus. Jeder kennt die Hero Turtles. Super starke Hero Turtles. Raphael kommt Michelangelo cool. Michelangelo geht ran. Da fliegt sie durch das Licht weg. Leonardo kennt nach Donatello's Plan. Auf die Schnelle immer heller. Und wird's auch manchmal knapp. Die Turtle-Jungs machen niemals schlapp. Oh. Hey, jetzt kommt die Hero Turtles. Jeder kennt die Hero Turtles. Mega starke Hero Turtles. Immer auf der Lauer. Und immer etwas schlauer. Was sagt ihr? Ich bin ein Fettkloß? Das glaubt ihr doch nicht im Ernst. Mir kommen die Tränen, wenn ich auf die Waage gucke. Trägst du viel Gewicht drauf? Also wenn man eine Tonne... Also Leonardo hat recht. Noch eine von den Bananenpizzas und du kannst dir einen neuen Anzug kaufen. Das würde ich auch sagen, Donatello. Du wirst dich ab heute etwas in Selbstdisziplin üben, Michelangelo. Heiliges Bananenmus. Hey, Michelangelo, du musst nicht gleich in die Luft gehen, wenn Meister Splinter dich mal rügt. Glaube mir, meine Idee war das nun wirklich nicht. Hey, liege auf. Michelangelo, das ist anstecken. Meister Splinter, wissen Sie was? Ich habe eine Vermutung, aber es ist zu früh, etwas zu sagen. Dass diese Vermutung etwas mit den Erzfeinden der Turtles, Shredder und Krang, zu tun hat, liegt auf der Hand. In ihrem Hauptquartier, dem Technodrom, das nun im Inneren der Erde an einem Lavasee liegt, verfolgen die beiden an einem Monitor die verheerende Wirkung ihrer neuesten Waffe. Endlich haben wir die perfekte Waffe, ein Schwerkraftveränderungsgerät. Wir kontrollieren damit die gesamte Erde. Ich kann die Stadt da oben zwingen, jeden meiner Befehle auszuführen. Meinen Befehlen? Ich war's, der dieses Gerät erfunden hat. Mein guter Crank, Sie sind nichts weiter als ein zuckendes, blubberndes, pulsierendes Gehirn. Wieso überlassen Sie nicht mir die blutigen Details der Welteroberung? Ich erweitere seine schwerkraftaufhebende Wirkung weltweit. Nein, stopp! Es ist noch nicht perfekt genug. Ich kann nicht mehr länger warten. Ich will, dass diese Stadt vor meinen Füßen kriecht. Shredder vergrößert den Wirkungsbereich des Strahlungsgenerators und so ist auch die Crew von TV-Kanal 6, Boss Thompson, Kameramann Vernon, Chefsekretärin Irma und Starreporterin April O'Neil, die Freundin der Turtles, von den Auswirkungen des Gravitationsveränderungsgeräts betroffen. Alle schweben durch die Redaktionsräume des Fernsehsenders. Das waren die Turtles. Immer wenn irgendwo was los ist, sind sie irgendwie beteiligt. Vorbeifliegen. Ich meine, so hoch zum Sessel habe ich sie ja noch nie gesehen. Reden Sie keinen Schwachsinn, Vernon. Ich werde dafür sorgen, dass diese Turtles zur Rechenschaft gezogen werden. Das haben die Turtles bestimmt nicht gemacht, Mr. Thompson. Nehmen Sie sie nicht in Schutz. Diesen blöden Trick haben alle Kreaturen drauf, die im Sumpf geboren wurden und ihr Leben dort verbringen. Ich April, vielleicht hat Thompson doch recht und die Turtles haben wirklich etwas damit zu tun. Auf keinen Fall, Irma, aber vielleicht können sie uns davon befreien. Turtles, bitte kommen, hier ist April. Ich brauche sofort Hilfe. Über das Turtlecom steht April immer dann, wenn es nötig ist, mit unseren grünen Helden in der Kanalisation in Verbindung. Hi, Leonardo, wir fliegen alle. Was ist mit der Schwerkraft los? Wem sagst du das? Wir haben dasselbe Problem. Wie könnt ihr denn das verursacht haben? Mach du Kleines, ich denke, es wird irgendwas mit dem Schrottfresser und Krank zu tun haben. So ist es. Doch was das Schwerkraftveränderungsgerät bisher verursacht hat, war nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird. Shredder ist nämlich voll im Testrausch. Mein Gott, Frank, was sind Sie bloß für eine intergalaktische Angsthase? Das Schwerkraftveränderungsgerät arbeitet doch einwandfrei. Wir erhöhen jetzt die Leistung. Das wirst du nicht. Wir wollen keine Katastrophe erleben. Unsinn. Ich weiß genau, was ich tue. Der Schrottfresser stellt die Energiezufuhr auf Maximum und das ist zu viel für den Generator. Er wird überladen und bricht zusammen, was den Schwebezustand aller Personen auf der Erde schlagartig aufhebt. Die Ursache dieses schmerzvollen Phänomens will April von Donatello wissen. Donatello, was ist hier los? Also ich wünschte, ich wüsste es, April, aber wir finden dafür noch keine Lösung, Kleines. Vielleicht hat irgend so ein linker Grufti das Aufheben der Schwerkraft gefunden. Ich glaube, unser alter Freund Shredder ist dafür verantwortlich. Wir müssen ihn aufhalten.
Wie immer steht für solche Aufklärungsaktionen unserer vier Freunde der Turtlebus bereit. Ihre Suche nach Shredder beginnt. Doch der befindet sich noch immer im Technodrom, wo ihm Krang gerade heftige Vorwürfe macht. Dulla! Ich habe dich gewarnt, ich habe dir gesagt, du musst doch warten. Ich habe keine Zeit zu warten. Ich will endlich Rache nehmen. Hör auf, lass deine Hände da weg. Du hast keine Vollmacht, Veränderungen vorzunehmen. Ich werde einige Notreparaturen vornehmen. Einige simple Regulierungen und ich kann richtigen Schaden anrichten. Mit Reparaturen an technischen Geräten hat Shredder nichts im Sinn. Das sollen auch die Turtles erfahren, die immer noch im Bus in den menschenleeren Straßen der Stadt unterwegs sind. Vielleicht war der Anti-Schwerkraft-Ausrutscher nur eine Laune der Natur. Was denkt ihr? Hey, wo wir gerade von Laune reden, was denkst du, was das da vorne ist, Gevatter? Irgendwas strahlt von da unten die Straße rauf. Latsch auf die Bremse, na los, komm! Ich versuch's ja, aber irgendwas zieht uns direkt auf zu... Ist mir schlecht, was ich nicht weiter gemacht. Jetzt bin ich auch mal auf den Kopf gefallen. Was läuft hier eigentlich? Also hier ist sowas wie eine Hyper-Erdanziehungskraft und wenn ich das mal sagen darf, sie wirkt nicht nur auf uns, seht. Das etwas heftige Bremsmanöver hat den Turtlebus aufs Dach gelegt. Und die Hyper-Erdanziehungskraft hält die grünen Helden kopfunter in ihren Sitzen festgepresst. Die ungeheure Kraft, die das bewirkt, lässt auch Straßenmaste wie Knetgummi zum Boden hin umbiegen. Diese Wirkung des Generators lag zwar nicht in Shredders Absicht, aber sie gefällt ihm. Ist das nicht hübsch, Crank? Das ist der perfekte Weg, die Stadt meine Willen zu unterwerfen. Idiot! Wofür soll eine Stadt gut sein, die sich nicht bewegen kann? Ist Ihnen das nicht klar, Crank? Bürger, die sich nicht mehr bewegen können, können sich auch nicht mehr verteidigen. Rocksteady, Bebop, seid ihr bereit? Ja, ich bin bereit. Ich meine bereit, um die widerlichen Turtles fertig zu machen, Chefchen. Ja, wir werden die Brüder zermatschen. Denkt immer daran, ihr tragt Anti-Schwerkraftstiefel. Solange ihr diese Stiefel anhabt, könnt ihr euch frei bewegen. Also los, an die Arbeit. Im Untergrundwühlschrauber macht sich Shredders Tiermutanten-Duo auf den Weg zur Erdoberfläche. Und die Turtles haben sie schnell gefunden. Turtle-Alarm, ich glaube, wir werden angegriffen. So ist es. Okay, Truppen, ihr kommt mit zum Brandschatzen und raus. Brandschatzen ist langweilig. Ich werde erst mal ein paar Panzer brechen. Was haben diese Spinner, was wir nicht haben? Wieso können die so rumlaufen? Ich glaube, es hat was mit diesen Knobelbechern zu tun, in denen sie rumlaufen. Hey, Mann, wenn wir hier noch lange so rumhängen, dann werde ich wahrscheinlich Sehstörungen kriegen. Hey Leute, ich hätte da vielleicht gar keine so schlechte Idee. Wenn Rocksteady zu uns kommt, lenkt ihn ab. Yes. Jetzt mache ich meine Lieblingsspeise. Turtles im Schmortopf. Hey, Rhino-Fuzzi, ich denke, du bist zu feige, um zu uns in den Wagen zu kommen. Ach, meinst du? Wieso sollte ich vor so einer kleinen Turtle Angst haben? Du nervst, Kumpel. Und außerdem hast du wirklich einen tierisch schlechten Körpergeruch. Das riechst du nicht mehr lange. Ich werde dir mit meinen großen Füßen ins Gesicht treten. Hey, oh. Wunderbar. Los jetzt, Mann, halte den fest. Ich hab ihn. Ich auch. Donatello hilft mir bei seinen Stiefeln. Na los, eins, zwei, drei. Hey, Mann, die Scheiben beschlagen schon. Hey, komm, Freunde, sei kein Frosch. Gib mir meine Stiefel wieder. Kann nicht jemand zum Schweigen bringen? Rocksteady ist durch den Schlag außer Gefecht und Michelangelo durch seine Anti-Schwerkraftstiefel wieder mobil. Nun ist es an ihm, von den Fußsoldaten, die Bebop und Rocksteady begleitet haben, noch drei Paar Stiefel zu besorgen. Oh, diese Stiefel sind wirklich stark, Leute. Zu schade, dass es sie nicht in grün gibt. Oh nein, Fußsoldaten, ihr seid doch nicht etwa hinter meinen Stiefelchen her. Kann ich euch irgendwie beruhigen, oder? Euer Dauerfeuer bringt mich auf eine gute Idee. Und ich hoffe, es funktioniert. Ciao, Leute. Naja, dampfen tun die kleinen Stiefelchen noch. Michelangelo stand im Strahlensperrfeuer von drei Fußsoldaten. Durch sein geschicktes Duck- und Abtauchmanöver haben sich die Jungs jedoch gegenseitig ausgeschaltet. Und Michelangelo hat Beute gemacht. Drei Paar Stiefel, die dem Rest unserer Freunde wieder auf die breiten Füße helfen.
Hey Jungs, seht mal, da fliegen Vögel, fliegen da. Na und? Alles klebt am Boden, aber die blöden Vögel fliegen noch. Also wenn wir, also wenn die Vögel fliegen, dann können wir auch fliegen. Wir müssen nur zum Turtle Zeppelin durchkommen. Hoppelchen, Hoppelchen, Hoppelchen. Eine wichtige Feststellung, die unsere Freunde da gemacht haben. Sie werden sich also ihren Turtle Zeppelin besorgen, um die Schredderjagd wieder aufzunehmen. Durch die totale Beherrschung der Erdanziehung kontrolliere ich alles, was aufsteigt und runterfällt. Shredder, ich sehe, die Macht macht dich leichtsinnig. Krang, ich sage Ihnen, die Macht gehört mir. Ich meine uns. Wieso rufen deine schwachsinnigen Mutanten dann ihren Herrn um Hilfe an? Was ist los, Rocksteady? Wo sind die Turtles? Sie haben ihren Fußsoldaten die Stiefel gestohlen, Boss. Oh, ihr stinkenden Müllsäcke. Kann ich eigentlich nie davon ausgehen, dass ihr mal was richtig macht? Darf ich wissen, was du vorhast? Ich fahre an die Erdoberfläche, um mich der Sache persönlich anzunehmen. Ebenfalls in einem Untergrundwühlschrauber bohrt sich Krang zur Erdoberfläche durch. Als er in einer menschenleeren Straße der Stadt aus seinem Gefährt aussteigt, sieht er die Turtles im Zeppelin über sich, die andererseits auch ihn im Visier haben. Glauben diese unerträglichen Turtles wirklich, dass sie mich drankriegen können? Eine kleine Justierung an meinen Ankerstiefeln und eine große Justierung an dem Anti-Schwerkraftgerät. Und nun wollen wir mal sehen, wie die Turtles mit der Ultra-Umkehr-Erdanziehung zurechtkommen. Hey Leute, was ist denn hier oben los? Wird hier ein neuer SB-Laden eröffnet? Und die Sachen, die hier rumfliegen, werden größer und größer. Scheiße, dann werden sie auch teurer. Kein Wunder, denn die Erdanziehung ist jetzt völlig umgekehrt, ist sie. Festhalten! Ich will jetzt volle Power geben, damit wir nicht abdriften. Verdammt, sogar die Häuser werden hochgerissen. Da werden sich die Hausbesitzer aber nicht freuen. Ist mir schlecht. Also verdammt, die ganze Stadt fliegt weg. Seht mal, wer von da unten angeflogen kommt. Das sind Rocksteady und Bebop. Also wenn die Umkehrgravitation noch schlimmer wird, wird die ganze Stadt aussterben. Shredder hat mit seiner Umkehrgravität die ganze Stadt aus den Angeln gehoben. Kein Wunder, dass auch die Personen im und das Kanal 6 Hochhaus selbst nicht verschont bleiben. April, Irma und Boss Thompson vom TV-Sender hängen am Sendemast auf dem Dach des Gebäudes frei in der Luft. April's Turtlecom tritt in Aktion. Das ganze Kanal 6-Gebäude löst sich langsam aus seinem Fundament. Hilfe ist unterwegs, Ladies. Lasst nur nicht los. Den Weg zum TV-Hochhaus findet der Turtle Zeppelin wie von selbst. Doch dort angekommen, müssen auch unsere Freunde ein bisschen Action machen. Denn der Sendemast mitsamt Anhang wollte gerade in luftige Höhe entschweben. Wir müssen das Gebäude verankern. Wir müssen sofort einen Turtle-Anker abschießen. Anker los! Wow, guter Schuss, Leonardo. Das war eine Kleinigkeit. Jetzt suchen wir uns ein Gebäude, wo wir es anhängen können. Wir brauchen etwas Bärenstarkes. Wie wär's damit? Wie wär's, wenn wir uns einen Berg suchen? Festhalten, ich flieg ein paar Schleifen. Na, großartig, das dürfte es eine Weile festhalten. Du hattest recht, April. Auf die Turtles ist ja wirklich verlassen. Seid ihr zwei Hübschen okay? Danke, uns geht schon besser. Ihr wart wirklich spitze. Wenn wir wieder unten sind, werdet ihr einen Kuss dafür bekommen, das verspreche ich euch. Hey, habt ihr schon rausgefunden, wer das alles verursacht hat? Wenn wir davon ausgehen, also wir hätten da schon eine Theorie. Seht ihr da vorne die Energiestrahlen? Sie kommen direkt aus dem Boden. Du denkst, die Gravitationsumkehr kommt von da, Mann? Also wie Michelangelo sagen würde, exaktamento, Alter. Hey, exaktamento. Wisst ihr, wir sollten jetzt schnellstens was unternehmen, Leute. Hey, seht ihr die Supertorte da? Oh, nicht doch, Donatello. Ach, nein, nicht dich, Irma. Ich meinte den runden Satellitenempfänger. Oh, das ist wieder typisch, Mann. Fernsehen ist interessanter als eine Frau. Nein, ich... Du hättest Schüssel sagen sollen und nicht Torte. Weißt du, Torte ist irgendwie misszuverstehen, so wie Huhn oder Zahn. Gebt mir sofort meine Salatschüssel wieder oder ich mache euch fertig, ihr widerlichen Kabalratten. Keine Angst, Alter. Du kriegst sie wieder, gefüllt mit Tomaten. Wir versuchen doch nur, die Erde vor der totalen Katastrophe zu retten, versuchen wir. Da haben sich doch unsere vier Boss Thompsons Satellitenschüssel ausgeliehen. Für welchen Zweck wird sich noch herausstellen. Klar ist allerdings jetzt schon, dass Thompson darüber stinksauer ist. Raphael, Michelangelo, richtet die Tor, ich meine die Salatschüssel auf das Umkehrgravitationsfeld. Schön, und dann? Wie ist dein Plan, Mann? Keine Zeit für eine Skizze, Mann. So ist's gut, halt sie drauf, halt sie.
das hat funktioniert. Natürlich, wir sind doch nicht Banane. Hey, Donatello, wie haben wir das gemacht? Ganz einfach, Kuppel, wir kehrten nur die Gravitation um, kehrten wir. Mit voller Wucht wird die Gravitationsstrahlung zu ihrem Ausgangspunkt, dem Generator im Inneren der Erde, zurückgeworfen. Krang, der im Technodrom über Monitor die Erschütterung des Generators registriert, meint jetzt eingreifen zu müssen. Ich wusste es. Ich hätte Shredder das niemals übernehmen lassen dürfen. Jetzt werde ich es auf meine Weise tun. Was besser ist als maximale Energie, ist super maximale Energie. Viel hilft viel, denkt Krang, und wird durch die Auswirkung seiner Schalterei um eine Erfahrung reicher werden. Hey, was ist denn jetzt schon wieder los? Also jemand hat den Hebel auf volle Kraft gestellt. Hey, Donatello, was passiert, wenn zu viel Umkehrgravitation auf zu viel Umkehrgravitation trifft? Also das ist eine gute Frage, Raphael. Und ich denke, sie wird gerade beantwortet. Naja, das sieht so aus, als wäre alles wieder normal. Also wie früher. Adieu, Turtle! Oh, oh. April's Boss wird ausflippen, wenn er das von seiner Satellitenschüssel erfährt, Bruder. Vielleicht kannst du es mit Epoxidkleber kleben. Zwei Dinge, die kurz hintereinander passierten, registrieren unsere Freunde. Der Generator aus dem Erdinneren hat sich selbst auf Nimmerwiedersehen in die Unendlichkeit katapultiert. Und Boss Thompsons Satellitenschüssel gehorchte danach wieder der normalen Erdanziehungskraft. Sie ist am Boden in 1000 kleine Teile zerschellt. Häuser, Autos, Bäume, alles, was vorher himmelwärts gesaust ist, kommt wieder auf seinen angestammten Platz zurück. Nur Rocksteady und Bebop sind noch nicht wieder von ihrem Höhenflug zurück. Shredder hält neben dem Wühlschrauber nach ihnen Ausschau. Verdammt doch mal, wo stecken diese Idioten bloß wieder? Ja. Hallo, Schätzchen! Ihr verlausten Mülleimer, wo seid ihr wieder gewesen? Naja, hier und da. Die verfluchten Turtles haben uns schon wieder mal reingelegt. Ihr widerlichen grünen Mutanten, dafür werdet ihr eines Tages bezahlen. Ja, und zwar Cash. Denn auf Kreditkarten ist nicht... Ach, Quatsch nicht, verschwinden wir lieber. Das Chaotentrio verschwindet per Wühlschrauber danach Richtung Erdinneres Technodrom. Aber auch unsere vier grünen Helden ziehen sich in ihr Zuhause zurück. In der Kanalisation hat Donatello die ehrenvolle Aufgabe, die unglücklichen Auswirkungen des glücklich beendeten Abenteuers zu beheben. Nun, Donatello, machst du Fortschritte mit der Satellitenschüssel? Also sie ist fertig, Meister, und das Ding ist so gut wie neu, ist es. Donatello, du bist wundervoll. Die Schüssel ist repariert und die Stadt ist gerettet. Dann frei, Leute! Heiß und fettig sind die Pizzen! Wird das hier etwa eine Siegesfeier? Oh nein, auf keinen Fall! Die Pizzen sind für mich! Michelangelo, und was ist mit deiner Diät? Meister, ich habe heute mal getestet, wie es ist, leichter als Luft zu sein. Das war ein tierischer Reinfall. Oh. Jetzt werde ich mal dafür sorgen, dass ich nie wieder wegfliegen kann, Sensei! Euch, wo es lang geht, wo wir sind, ist was los. Drüben in New York City sind die Turtles riesengroß. Wir sind da, die Hero Turtles. Schnallt euch an, wir gehen tierisch an. Wir sind da, die Teenage Turtles. Ab jetzt die Nummer 1, denn wir sind absolut gut. Sind absolut gut. Die Abenteuer unserer Hero Turtles sind ja meistens richtige Krimis. Wen wundert es da, wenn sich Donatello zum Krimischreiber berufen fühlt und dieses Abenteuer der grünen Helden entsprechend kommentiert? Regen, Regen, nichts als Regen. Aber wer hat schon bei dem heutigen Stress Zeit, sich um das Wetter zu kümmern? Wir auf jeden Fall nicht, denn es gab mal wieder Ärger in der Stadt. Wir, das waren meine Freunde Leonardo, Raphael, Michelangelo und meine Wenigkeit Donatello. Besser bekannt unter dem Namen Hero Turtles. Verdammt nochmal, ich habe langsam keinen Bock mehr darauf, immer nur die Nebenstraßen zu benutzen. Du weißt, warum wir das tun, Donatello. Oder willst du jedem Ganoven vorher sagen, dass wir ihn gleich festnehmen? Es ist wahrscheinlich diese abartige Verkleidung, die dich so nervt. Doch mit meiner Abneigung gegen Bogies Outfits konnte ich mich bei meinen Freunden nicht durchsetzen. Außerdem hatte ich keine Zeit, darüber nachzudenken, denn ein sechster Sinn sagte mir, dass wir uns dem Tatort näherten. Und das erforderte von uns allen äußerste Konzentration. Die kleine April O'Neil war schon da. Sie war ein zähes Medium und immer die Erste, die an einer Sache dran war. Und
Und Sie haben den Einbruch beobachtet und überlebt? Es war fürchterlich. Sie haben schrecklich ausgesehen, soweit ich das sehen konnte. Es müssen Marsmenschen gewesen sein, denn wer sonst hätte meine Supertresore so aufgeschnitten? Ich meine, welcher Gangster benutzt schon Hitzestrahlen? Naja, vielleicht waren Sie ja auch von Aldemaran oder so. Dieser Typ hatte wohl etwas zu viel Krieg der Sterne-Filme gesehen. Aber er war kein Einzelfall. Die Stadt wurde systematisch ausgeraubt. Und dabei nahmen die Ganoven alles mit, was nicht nied- und nagelfest war. Es war verwunderlich, was sie alles mitnahmen. Sie benutzten so fortschrittliche Waffen dabei, wie sie keiner auf der Welt besaß. Und weil sie auf diesen neuesten Stand der Elektronik nicht selbst gekommen sein konnten, vermuteten wir eine ganz besondere Person dahinter, Blechnase Shredder. Aber welcher Pate konnte eine Verbindung zu Shredder haben? Wer war dieser mysteriöse Mensch? Tony Ravioli ist es. Wer sagt das? Ich sage das. Wenn ein Mensch hinter diesem Verbrechen steckt, dann kommt nur einer in Frage, nämlich Tony Ravioli. Du meinst Olive, genannt der Ölige? Genau den. Die Polizei hat heute früh einige seiner Leute bei einem Bankraub identifiziert. Was denn? Der Ölige soll mit dem Schrottfresser unter einer Decke stecken? Ich habe schon immer gewusst, dass die Olive nicht koscher ist. Also, nun sag schon, kleine Lady, wo finden wir diesen Olivenöl-Typ? Ich hörte, dass er sich besonders gern in seinem Lieblingsclub The Meat Rack aufhält. Wir werden uns den Laden mal ansehen. Tut das, und ich werde inzwischen diese Story hier aufschreiben. Wartet! Was gibt's, April? Gibt's eine Spur von dem Versteck der Gangster? Hast du da etwa was, das von der ölligen Olive auf Shredder hinweisen könnte? Eine neue Olivenpizza, die noch nicht probiert wurde? Es ist etwas viel Besseres. Eine kleine Hamsterstatue. Ist der nicht niedlich, Jungs? Star-Reporterin April O'Neils Sammlerwahn geht mit ihr durch. Diese Hamsterfigur muss sie haben. Und deshalb steht sie kurz darauf mit ihren Turtle-Freunden in dem kleinen Antiquitätenladen. Willkommen in Slobodnys Antiquitätenladen. Kann ich Ihnen helfen? Was verlangen Sie für diesen etwas ramponierten Hamster im Fenster? Wieso sagen die Leute eigentlich nie die Wahrheit, wenn sie so einen Schrott hier kaufen? Wow! Seht euch das an, Leute! Da steht eine echte Louis XVI-Pizzamaschine! Und so eine Maschine ist ein echtes Muss für jeden Bananen-Pizza-backenden Turtle. Könnten Sie ihn mir liefern? Aber sicher, kleine Lady. Hey, komm mal her, Chester! Oh Mann, wie denn, was denn, wo denn? Bring dieses Paket sofort nach 110 West 13. Straße, aber fix! Das mache ich, Mr. Slobodnik. Also, wie viel war das noch? Naja, gib mir einen Kuss, dafür hast du es. Vielleicht können wir beide die gleiche Vereinbarung treffen, Mr. Slobodnik. Auf keinen Fall, $12.35, das ist dein Ramschpreis. Oh Mann, alles, was ich in dieser kleinen Sparschildkröte habe, sind $12.31. Das finde ich schlecht für dich, Froschgesicht. Und jetzt hopp. Und wenn du an meinen Spiegel vorbeiläufst, duck dich, sonst zerspringen sie noch. Noch riskiert der Antiquitätenverkäufer eine dicke Lippe, denn er weiß nicht, welchem Beruf die Herren nachgehen, die kurz nach den Turtles den Laden betreten. Tat, sagen Sie mir, Gentlemen, was Sie für einen Wunsch haben. Ich will nichts weiter als eine kleine Statue. Eine was? Eine wie? Ich will einen Hamster. Einen Hamster? Den habe ich gerade verkauft. Versuch mich nicht zu leimen, Papi. Du hast ihn versteckt. Nirgendwo, Sir, nirgendwo. Er ist verkauft. Okay, Lefty, mach mir diese Bude zu klein, Holz. Das mache ich mit Vergnügen, Boss. Der von den Turtles gesuchte Gangster nimmt mit seiner Bande den Laden auseinander. Wenn jetzt die Turtles da wären. Doch was noch nicht ist, passiert gleich darauf. Michelangelo hat auf der Straße Geld gefunden und kommt noch einmal zurück, um die Pizzamaschine zu kaufen. Hey, Mister, jetzt reicht es für die Pizzamaschine. Ich habe gerade einen $0.25. Was zur Hölle läuft hier eigentlich? Hey, Olive, findest du nicht auch, dass der wie einer von den Turtles aussieht, die wir fangen sollten? Selbstredend. Ja. Oh Mann, das ist nicht fair. Das zahle ich euch zurück, ihr öligen Typen. Die Schweine-Turtles müssen hier irgendwo auf der Lauer liegen. Einer von denen ist die allein. Diese Behauptung ist eindeutig falsch, denn die restlichen Turtles haben sich für ihren Gangsterpatrouillengang getrennt. So hält kurz darauf, neben dem einsam durch die Gegend schlendernden Raphael, eine große Limousine an. Und gegen das magnetische Fesselfeld, mit dem die Gangster schon Michelangelo in ihre Gewalt gebracht haben, hat wahrscheinlich auch er keine Chance. Hey Mann, wieso starrst du mich so an? Hast du noch nie eine Schildkröte im Trenchcoat gesehen? Ich glaube, ich muss lernen, mein Krötenmaul zu halten. Wieso finden wir die anderen Turtles nicht? Hm?
Vergiss die zwei. Jetzt holen wir uns zuerst den kleinen Hamster. Die anderen beiden Turtles können die Gangster bestimmt nicht finden. Nach erfolgloser Suche in der Stadt besprechen sich Leonardo und Donatello nämlich mit ihrem Meister Splinter in der Kanalisation. Die kluge Ratte vermutet natürlich gleich, dass die beiden anderen Turtles gekidnappt wurden. Wenn diese Verbrecher Raphael und Michelangelo haben, heißt das nichts anderes, als sie stecken unter einer Decke mit Shredder. Doch wieso, Meister? Wenn dieser Olive mit seiner Bande die Banken ausraubt, was hat dann Shredder davon? Die Frage würde ich auch stellen. Denn unser Freund Shredder teilt ungern seine Macht. Vielleicht finden wir die Lösung im Antiquitätenladen, den sie niedergemacht haben. Sie waren bestimmt auf der Suche nach was, waren sie? Sehr gut kombiniert, Donatello. Du wirst noch mal ein guter Detektiv werden. Nachdem meine Partner verschwunden waren wie die Salami auf einer billigen Pizza, entschloss sich Splinter, unser Oberguru, uns zu begleiten. Wir überprüften, ob es im Antiquitätenviertel irgendwo Ärger gab. Und es dauerte nicht lange, bis wir ihn gefunden hatten. Olive der Ölige. Da sind die Turtles. Und auch diese Setzei, der das Sagen hat. Los, schnappt sie euch! Ja! Sie haben Meister Splinter. Ich werde läutern. Na, Freund Oberratte, wir ziehen jetzt deinen Vorhang zu. Doch keine Angst, wir werden dir noch ein Stück Käse servieren. Du kannst uns nicht helfen, Donatello. Verschwinde endlich. Renn! Aber Sensa, ich... Renn, sonst werd ich wütend. Diesen Teufel will ich bekommen. Dem haben wir einen Sack verschafft. Er ist fertig mit der Welt. Fahren wir! Zweimal waren die Verbrecher mit dem Magnetfesselfeld erfolgreich. Und Donatellos Flucht haben sie mit Maschinengewehrschüssen gestoppt, die über ihm eine Mauer zum Einsturz brachten. Kein gutes Feeling für unseren Obergangsterjäger. Was für ein Gefühl. Es war, als hätte ich auf leeren Magen Leberwurstpizza gegessen. Splinter war weg und meine drei Freunde waren aufgefangen. Jetzt war ich ganz allein. Und ich war verletzt. Es gab nur noch einen Ort, wo ich hingehen konnte. Also, April, das ist die Geschichte. Sie wurden alle von Olive gefangen? So ist es, auch Meister Splinter. Sie sind in großer Gefahr. Wir wollten versuchen, sie zu finden. Ja, und ich kann mir nur einen Ort vorstellen, wo sie jetzt sind. Das Meat Rack. Was für die Gangster der Stadt das Meat Rack ist, ist für unsere Turtle-Freunde Aprils Büro im Hochhaus von TV Kanal 6. Treff- und Angelpunkt für alle Aktionen. Beratungs- und Kommunikationszentrum. Im Hinterzimmer des Meat Rack unterhalten sich im Moment auch zwei Personen. Und zwar über eine Videokonferenzschaltung. Ich habe drei Turtles geschnappt und den vierten ausgeschaltet. Und die riesige Ratte habe ich auch. Das hast du sehr gut gemacht, Olive. Doch du hast mir immer noch nicht den Malteser Hamster gebracht. Wie soll ich das verstehen? Ich habe dir Waffen geliefert, die dich zum Herrscher über die ganze Stadt gemacht haben. Und du bist nicht in der Lage, nur eine einfache kleine Statue zu besorgen, du Salate. Wir wollen doch nicht persönlich werden, Shredder. Meine Jungs können doch nicht jeden Antiquitätenladen der Stadt durchsuchen. Das müssen sie auch nicht. Eines der kleinen Hilfsmittel, die ich euch großzügigerweise geliehen habe, ist ein superleitfähiger Magnet. Stellt ihn einfach auf Antiquität. Und er wird jedes Antiquitätengeschäft im Umkreis von 50 Meilen ausmachen. Er wird dann die Antiquitäten direkt in euer Hauptquartier befördern. Und jetzt hör auf, mich anzuklotzen. Tu es! Nachdem Shredder die Videoverbindung unterbrochen hat, schaltet sein öliger Verbrecherkumpan den Antiquitäten-Saugermagnet ein. Die Wirkung des Gerätes registrieren auch April und Donatello. Wir waren auf dem Weg zu dieser Spelunke, wo sich Olive immer aufhalten sollte. Die Frage war nur, was hatte er vor? Doch dann fiel es mir schlagartig ein. Entrümpelte einer seinen Laden? Aber mit Shredders Hilfe, würde ich sagen. Mit Shredders Hilfe, das ist es, Kleines. Wie wäre es, wenn wir diesem ganzen Gerümpel folgen würden? Es führt uns vielleicht dahin, wo die anderen versteckt sind. Sweetheart, deine Intelligenz ist sahnemäßig, ist sie. Im Meat Rack war es wie im Zoo. Oder besser noch, wie in einer Schlachterei. Es hatte was unheimlich Ausgeflipptes, Tierisches. Wir gingen direkt zum Hinterzimmer des Clubs. Da musste Olive sein und wir mussten herausfinden, was er vorhatte. Schüsseln und Tassen. Ach, vergiss es, Boss. Wenn der Malteser Malteser wäre, hätte ich ihn schon längst gefunden, aber ein Hamster ist doch scheiße. Kein Glück, Mr. Shredder. Wir haben jetzt alle Antiquitäten der Stadt hier, aber Ihr Hamster ist nicht dabei, bedauere. Was?
Dann habt ihr irgendwas falsch gemacht, ihr verdammten, hirnlosen Kriminellen. Hey, so kannst du nicht mit mir reden, Metallfresse. Jetzt hör mir mal zu, Olivenöl. Ich werde um Mitternacht an den Dock sein und du wirst auch da sein. Und zwar mit der Statue, verstanden? Das war unmissverständlich von Shredder. Und eine so wichtige Information für Donatello, dass er in seiner Aufregung gegen einen Stapel Kisten stößt, hinter denen sich er und April verborgen hatten. Das ohrenbetäubende Gepolter hätte einen Dinosaurier aus dem Mittagsschlaf geweckt. Oho, wer hat uns denn da besucht, Leute? Na los, schnappt sie! Das war's also. Der Vorhang war gefallen. Ich wusste, dass wir erledigt waren. Aber meist und vor allem wusste ich, dass es Zeit für eine Pause war. Unternehmen was, wir müssen sofort hier raus. Aber das ist doch einfach, Süße. Los, renn, Kleines. Wir waren auf dem Weg zu Aprils Wohnung. Und da ich fürchtete, dass die Schläger von Olive uns dort schon erwarteten, nahmen wir den Personaleingang. Hey, Donatello, würdest du mir jetzt endlich sagen, was wir in meinem Apartment wollen, Donatello? Also irgendetwas sucht Olive, was Shredder will. Und es muss etwas sehr Wichtiges sein, kleine Lady. Und wenn er das sucht, an was ich... Ich bring ein Päckchen. Das hier. Ist es. Das ist das Ding, nach dem sie alles suchen. Meine Hamsterstatue? Du hast es erfasst, Sweetheart. Wir werden uns um Mitternacht im Hafen treffen. Und bring das mit, kleines Claro. Du wirst sie doch nicht Shredder geben wollen, Donatello. Natürlich will ich das nicht. Aber sie ist mein einziger Trumpf, um Splinter und die anderen zurückzubekommen. Ich musste herausfinden, was die Statue für Shredder so wichtig machte. Und um das zu erfahren, brauchte ich einen ganz einfachen Gegenstand. Was Donatello einen ganz einfachen Gegenstand nennt, ist die Attrappe eines Fernsehers. Und mit der ist er kurz darauf wieder zu Gast im Hinterzimmer des Meat Rack. Was sollen wir machen, Boss? Es ist fast Mitternacht und wir haben die Statue immer noch nicht. Ich weiß nicht, aber dieser Shredder wird ganz schön ausflippen, das weiß ich. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Donatello, die kaputte Show für Nullen wie euch und andere dumme Unwissende. Da ist diese blöde Schildkröte, sie muss wieder zu Bewusstsein gekommen sein. Widerling, ich hätte dich fertig machen sollen, als ich die Chance hatte. Doch dann kriegst du nicht die Statue, die alle haben wollen. Und ich hab das Ding, jaha. Du hast sie? Gib sie sofort her. Nicht so hurtig. Sag mir erst, warum der Schrottfresser die kleine Statue haben will. Okay. Also vor vielen Jahren lebte so ein oller Wissenschaftler auf der Insel Malta. Er war ein linker Vogel, aber ein großer Quacksalber oder sowas ähnliches. Jedenfalls braute er viele Suppen in so einem Labor. Und eines Tages erfand er eine Formel für einen Supertreibstoff. Es war stärker als alles, was auf dem Markt war. Leider hat der Stoff ihn auch umgenietet. Doch bevor er starb, steckte er die Formel in eine kleine Hamsterstatue. Also deswegen will der gute Schrotti den Malteser Hamster. So ist es. Denn mit dem Supertreibstoff kann er sein Technodrom wieder mit Energie versorgen und die Welt regieren. Und ich habe Anspruch auf Detroit. Also wo steckt dieser verdammte Hamster? Du sollst ihn ja kriegen, Olive. Ich werde meine Leute gegen sie austauschen. Hast du verstanden? Sei um Mitternacht bei den Docks mit ihnen. Ist das ein Deal? Und keiner von euch Ganoven wird eine Waffe tragen. Ist das geschnallt worden? Alter Spielverderber. Danke, Freunde. Es war mir ein Vergnügen, mit euch Geschäfte zu machen. Der verdammte Turtle war im Fernsehen, Chef. Ich will ihn haben. Das ist genau das, was ich gesucht habe. Wir sehen uns um Mitternacht. Das Durcheinander im Gangstertreff nützend, hat Donatello eines der Strahlengewehre an sich bringen können, mit denen Shredder die Verbrecher versorgt hat. So bewaffnet macht er sich um Mitternacht auf den Weg zum Hafen. Dort ist Shredder zusammen mit Bebop und Rocksteady in einem Untergrundwühlschrauber, der dieses Mal aus dem Wasser auftauchte, bereits angekommen. Also, hast du nun den Malteser Hamster, Olive? Also, aber wissen Sie... Habe ich dich nicht gewarnt, Olive? Habe ich das nicht? Entschuldige mal, Shredder. Ist das das, wonach du suchst? Die Statue, gib sie her. Also, es geschirrt. Zuerst lässt du meine Freunde frei. Nein, das Päckchen zuerst. Los, oder ich mache sie persönlich fertig. Okay, Schrottfresser, du hast die besseren Karten, denke ich, hast du. Na, endlich habe ich diese Formel.
mein Technodrom, bis ihr da volle Energie habt. Also gut, Schnitzelhirn, du hast, was du wolltest. Und jetzt lass meine Freunde frei. Hast du verstanden? Nein, denn die Vernichtung von dir und deinen miserablen Freunden wollte ich auch. Also los, mach sie fertig. Doch dazu kommt es nicht. Denn als ein Strahlschuss aus Donatellos Beutestrahler direkt an ihren Nasen vorbeirührt, bleiben die Gangster wie versteinert stehen. Donatello hat die Hamsterstatue, die er Shredder zuvor so locker zugeworfen hatte, mit einem Schuss pulverisiert. Oh, meine Formel! Die Turtles hatten noch nie solche Strahlengewehre. Du hast sie ihnen gegeben. Ich war's nicht. Nein, ich würde sowas niemals machen. Fürs Erste, Leute, ziehe ich meine Waffen zurück. Bebop, den Teleporterstrahl. Alles klar, so. Hey, wieso musstest du das tun? Weil ich meine Waffen wieder im Technodrom haben will. Deswegen. Und was ist mit mir? Ihr billigen Gauner, seid am Ende. Falsch, Shredder, du wirst es sein. Lau lieber ab, die Tafel sind los. Und wir sind völlig waffenlos, Schweinebacke. Zurück zum Technodrom. Wir werden uns wiedersehen, Körper. Wie üblich machen Shredder und das Tiermutanten-Duo im Wühlschrauber einen schnellen Abgang. Doch für unsere Turtles bleibt durchaus noch etwas zu tun. Er ist schon wieder entkommen. Los, er Leute! Vielleicht. Aber seine Kameraden sind es nicht. Meister Splinter hat wie immer recht. Lasst uns das hier erledigen. Was machen wir jetzt? War doch gar nicht so schlimm, was wir gemacht haben. Wir haben doch Spaß gemacht. Ihr werdet doch wohl auch einen Scherz vertragen. Verschwinden wir! Hey, wo wollt ihr denn hin? Tadelhauer! Wir haben kurzen Prozess mit Olive und seinen Leuten gemacht. Die Polizei hat sie kassiert und sie bekamen gemeinsam 843 Jahre für Raub, Schiebung, Erpressung und besonders dummes Gequatsche. Was Shredder betraf, wussten wir, dass wir ihn wiedersehen würden. Er ist wie ein Mageninhalt, der immer wieder hochkommt. Ein vergammelter Apfel oder eine Pizza, auf der ein Haufen Sardellen liegen. Donatello? Ja? Stopp dir einen Socken in den Mund oder halt die Goschen. Wir sind absolut gut. Wir zeigen euch, wo es lang geht. Wo wir sind, ist was los. Drüben New York City sind die Turtles riesengroß. Wir sind da, die Hero Turtles. Schnallt euch an, wir gehen tierisch an. Wir sind da, die Teenage Turtles. Ab jetzt die Nummer 1, denn wir sind absolut gut. Sind absolut gut.